Kommen wir nun zum nächsten Beispiel. Ein Fruchtcocktail besteht aus den folgenden Zutaten: ein Viertel Kiwisaft, 3/6 Ananassaft, 2/8 Mangosaft und 4/16 Wasser. Wovon ist am meisten im Cocktail? Falls ihr diese Aufgabe schon selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommt die Lösung. Ich habe zuerst den Kiwisaft mit dem Mangosaft verglichen. Dazu habe ich den Kiwisaft und den Mangosaft auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, indem ich die ein Viertel vom Kiwisaft mit 2 erweitert habe. Hier kann man dann gut erkennen, dass der Kiwisaft den gleichen Bruchwert hat wie der Mangosaft, nämlich 2/8. Da ich nun weiß, dass vom Kiwisaft und vom Mangosaft gleich viel im Cocktail drin sind, habe ich nun die beiden mit dem Wasser verglichen. Dazu habe ich wieder durch Erweitern einen gemeinsamen Nenner gesucht. Ich habe die 2/8 mit der Zahl 2 erweitert und komme auf ein Ergebnis von 4/16. Das bedeutet, der Mangosaft und der Kiwisaft haben den gleichen Anteil im Cocktail wie das Wasser, nämlich 4/16. Was bleibt dann noch übrig? Genau, der Ananassaft. Um den Ananassaft mit den anderen vergleichen zu können, brauchen wir einen gemeinsamen Nenner von Sechstel und Achtel. Ich habe nun den Mangosaft, den Kiwisaft und das Wasser, also die 2/8, mit 3 erweitert und komme auf 6/24. Und nun habe ich die 3/6 von Ananassaft nun noch mit 4 erweitert und komme auf 12/24. Jetzt haben wir einen gemeinsamen Nenner und wie man hier erkennen kann, ist vom Ananassaft am meisten im Cocktail, nämlich 12/24. Kommen wir nun zum letzten Beispiel. Hier müsst ihr überprüfen, ob die folgenden Aussagen richtig sind. Wenn ihr das Beispiel jetzt selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommen die Lösungen. Bei diesen Beispielen muss man die Brüche immer auf den gleichen Nenner bringen. Beim ersten Beispiel habe ich die 3/8 mit 2 erweitert und komme so auf 6/16. Und 6/16 sind kleiner als 7/16. Also ist diese Aussage richtig. Beim nächsten Beispiel habe ich die 1/4 mit 2 erweitert, um auf den gemeinsamen Nenner 8 zu kommen. Wenn man die 1/4 mit 2 erweitert, bekommt man 2/8 heraus. Aber 2/8 sind nicht größer als 2/8. Sie sind gleich, also ist diese Aussage falsch. Beim nächsten Beispiel habe ich gekürzt, nämlich durch die Zahl 5 und komme so auf 2 Drittel. Und das ist ja genauso viel wie 2 Drittel. Und somit ist diese Aussage richtig. Beim nächsten Beispiel habe ich die 3 Siebtel mit 3 erweitert und komme somit auf 9/21. Und 9/21 sind größer als 8/21 und somit ist diese Aussage wieder richtig. Beim nächsten Beispiel habe ich die 2/16 durch die Zahl 2 gekürzt und komme somit auf 1/8. Und 1/8 ist natürlich kleiner als 2/8, also ist diese Aussage wieder richtig. Im letzten Beispiel habe ich die 15/30 durch die Zahl 5 gekürzt. Als Ergebnis erhalte ich 3/6. Da 3/6 nicht das gleiche ist wie 2/6, ist diese Aussage wieder falsch.